Reicher Leben mit Martin Schlick. Hier, an einer der nobelsten Adressen des Landes, residiert der vielfache Multimilliardär, Unternehmer und Mäzen Martin Schlick. Ihn zu Gesicht zu bekommen, ist ungemein schwierig. Ausnahmsweise und exklusiv gewährt er uns heute einen Blick in seine faszinierende Welt der Reichen und Mächtigen. Herr Martin Schlick legt Wert auf die Feststellung, dass er im Zusammenhang mit seiner Person weder über private Belange noch über Gegenstände öffentlichen Interesses Auskunft zu geben bereit ist. Kein Kommentar. No comment. Mius commentaria. Danke, Spatz. Gibt nichts Langweiligeres als Grundsätze, die man nicht hin und wieder bricht. Oder? Na, kommen Sie. Ich zeige Ihnen ein bisschen was. Von mir und meiner Welt. Sie werden sich fragen, was braucht ein Mensch, der die Presse für gewöhnlich negiert, einen Pressesprecher? Der gute Spatz kann in rund 100 Sprachen kein Kommentar sagen. Die meisten davon hat er schon gebraucht. Wünsche einen angenehmen Morgen, Herr Schlick. Lagebeurteilung, planmäßige Rote, heute Vormittag leider problematisch. Gerade zur Abkürzung Kobenzl runter und dann über Sibaring in die City hinein. Verkehr in den anderen Sektoren unter aller Kanone. Das ist köstlich. Der gute Schwank ist seit der Wende 89 bei mir. Ex-Außenhandelsminister der DDR, Politbüro-Mitglied, hat die Agentenausbildung des Auslandsgeheimdienstes der DDR, HVA, in Wirtschafts- und auch in Nahkampffragen absolut eine Klasse für sich. Aber das Beste an ihm ist immer noch sein Dialekt. Naja, die Muttersprache verfolgt einen, neppig. Apropos verfolgt. Wir werden verfolgt. Regulärer Streifenwagen der österreichischen Exekutive. Blaulicht aktiv. Gegenmaßnahmen gewünscht? Oh, wozu haben wir denn alle notwendigen Papiere mit Schwank? Nein, nein, halten Sie ruhig an. Das ist gleich eine gute Gelegenheit, dass ich Ihnen ein bisschen was erzähle zum Thema gescheit investieren. Jetzt, glaube ich, rotier! Zuerst mit einem 70er durch die 30er-Zone und dann noch geradeaus gegen die Einbahn. Ich meine, geht's euch gut da? Gehen wir. Führerschein, Zulassungsschein, Warndreieck, Warnweste, Verbandskosten. Grüße. Öl, Wasser, Bremsflüssigkeit, alles in Ordnung? Sollen wir vielleicht ein Frostschutzmittel nachfüllen? Danke sehr. Aber Unterbodenwäsche wäre nett. Oder, Schwank? Absolut. Ja! Wird sofort erledigt. Dauert nur ein kleines Moment, Herr Schlick. Es gibt Leute, die investieren ihr Geld in Yachten oder Barockschlösser oder Aktienpakete. Das mache ich auch alles, aber wichtig ist was anderes. Wichtig sind Menschen. Wobei man als Sammler bei aller Leidenschaft darauf Acht geben muss, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und man nicht wahllos kauft und kauft. Habe ich recht, Schwank? Absolut, absolut. Es gibt neureiche Schmucks. Die sagen sich, ich will einen guten Draht zur Polizei, da kaufe ich mir gleich einmal den Innenminister. Ja. Und was haben sie davon? Derzeit einen etwas überforderten Tiroler Landgendarm. Der gleich einmal weint, wenn ein bisschen ein Lüfter geht. Metaphorisch gemeint. Das Lüfterl, nicht der Landgendarm. Dieser Mitgliedsausweis kostet mich kindische 1000 Euro im Jahr Vereinsspende am Metzi. Unterboden wäre wieder Picobello, Herr Schlick. Da können Sie essen davon. Also, wenn Sie das wollen, also, dann müssten wir halt den Wagen umdrehen. Aber also, wenn Sie da Hilfe brauchen, ja, wir kommen gerne. Und ansonsten, gute Fahrt noch. Hm?
Schatz. Als Supplement habe der Zug genommen zu dem Katerl einen bescheidenen, aber überaus effizienten C-Beamten. Ist 40 Jahre lang im Vorzimmer als persönlicher Beamter im Vorzimmer des jeweiligen Polizeipräsidenten gesessen. Nun, jetzt sitzt er bei mir. Party Kommentar. Wissen Sie, was ich immer sage? Ich sage, ich bin den Schlick sein Kammerdiener. Ja, also, bin sicherlich nicht die graue Eminenz der Wiener Polizei. Nie. Ja, früher vielleicht, bin ich aktiv, aber jetzt bin ich in Pension. Nicht? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe mein Jaguar in der Garage, ich habe mein Pentas am Ring. Mehr will ich gar nicht. Und ich habe es mir wirklich verdient. Nicht? Schauen Sie noch an den ehemaligen Polizeigeneral, wo Sie jetzt angesagelt haben. Nicht? Zu dem sind Sie seinerzeit alle gerannt, wenn Sie einen geschissenen Strafzettel gekriegt haben. Alle, ja. Der Herr Oberstaatsanwalt, der Herr Landesparteisekretär, der Chronik-Chef vom Kleinformat, alle, ne, die haben sie wahrscheinlich gedacht, aber was, da gehen wir gleich zum Schmied, nicht zum Schmiedl. Na, Prag, was haben sie davon? Jetzt stehen sie alle in der Zeitung, namentlich. Und die Ermittler von der Internen bieten ihnen einen Marsch wie die Kreuzen. Gratuliere. Die Leute sind halt ungeschickt, lieber Rüschler. Wenn die Herrschaften zu mir kommen warten, hätten wir das Ganze weich über die Bande gespielt, nicht? Da ein paar Reisegutscheine für den Chef, da ein kleiner Geländewagen für den zuständigen Hofrat oder Kontrollentenvertrag. Devise, sag, dass du vom Röschloch kommst. Die Geschichte hat sich kaum gehabt, ne? Aber so, naja, ich reg mich gar nicht auf. Ich bin froh, dass ich in Pension bin. Ich habe dieses verrottete System jahrelang miterlebt, ja? Diese Trotteln wissen heutzutage gar nicht mehr, was ich gehört beim Verkürzen des Dienstweges. Der liebe Röschloch. Zum Thema Diktion auch eine Perle. Läufer auf C5, matt in 7 Zügen. Aber er hat natürlich auch noch andere Qualitäten, der liebe Röschloch. Schauen Sie, ich habe viele ausländische Geschäftspartner. Sogar hiesige Banken sind manchmal ein bisschen bitzlig. Und Leumundszeugnisse wachsen halt nicht am Baum, sondern eben beim Röschloch. Das ist ein pfiffiger Zug, bisserl suizidal. Turm auf G6, matt in 3 Zügen. Scheiß der Hund ins Feuerzeug, hörst. Das ist köstlich. Ich bin gleich bei Ihnen, ja? Kommentar arimasen. Kein Kommentar. Alles Russen. Die Gemälde, meine ich. Wissen Sie, die Leute hierzulande haben fast schon pathologisch Vorurteile, vor allem gegen Menschen aus dem Osten. Ich bin einer, der auf die Leute zugeht. Die Gabe des Zuhörens, nicht immer nur Fragen stellen. Zuhören. Genau. Herr Saddam Kaukasul al-Masakr besitzt den größten Mobilfunkbetreiber in der Transtscherkutschischen Republik Tscherkessien. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, von wem, wieso, woher. Er hat ihn. Und die österreichische Mobilcom beispielsweise will ihn haben. Also kauft zuerst ich ihn und verkaufe ihn dann der Mobilcom weiter. Jetzt fragen Sie sich vermutlich, warum kauft ihn die Mobilcom nicht direkt vom Herrn Masakr? Antwort? Das ist wie mit dem Hund und dem Knochen. Sie interessieren sich für den Knochen, scheuen aber begreiflicherweise das Risiko, einfach hinzugreifen. Also reden Sie zuerst mit mir. Ich rede mit dem Hund. Und verkaufe Ihnen dann den Knochen weiter. Um einen Aufpreis von, sagen wir, 800 Millionen Euro. Am Ende sind alle zufrieden. Der Hund, der Knochen, Sie und ich sowieso.
Und falls Sie Angst haben sollten, dass ich Sie beiße, da habe ich auch wen. Genau genommen habe ich diverse. Wen zeige ich Ihnen? Der ist gut. Immer beliebt, Modell Josef Tausch. Grüß Gott. Ehemaliger ÖVP-Spitzenpolitiker, jetzt Industrieller. Sehr solider Background. Ich habe ihn besonders gern, weil dem glauben Sie einfach alles. Dabei nicht, dass Sie jetzt denken, der Pepp ist nur ein Strohmann. Weiß Gott nicht. Das würde ich mir auch verbitten. Wobei Strohmann ist im Grunde nichts Ehrenrühriges. Na, weiß Gott, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Jedenfalls hat der Pepe so wie viele andere hier bei mir sein bequemes, wunderschönes Büro. Ja, weiß Gott. Grandiose Lage, modernst ausgestattet, was das Herz begehrt. Wobei, wenn man ehrlich ist, ist es nur ein Einbaukastel. Ja, ein Einbaukastel. Weiß Gott nicht, aber Einbaukasteln sind ja im internationalen Geschäftsleben gang und gäbe. Nur in Österreich muss man sich dafür rechtfertigen. Wie auch immer. Jedenfalls hat der Pepe mir damals sehr geholfen bei der Sache mit meinem Freund, dem Bankier, für den ich eine Kaution hinterlegt habe. Bitte, ich habe dem Helmut damals nur eine Straßenkarte von der Provence vorbeigebracht. Pepe, jedes Kind weiß, dass das keine Straßenkarte war. Ach, weiß Gott, jedes Kind, dass das keine Straßenkarte war. Was macht der Helmut mit einer Straßenkarte daheim? Entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss leider. Jetzt werden Sie vermutlich fragen, 1 Million Kaution für einen gestrauchelten Geschäftspartner? Hat sich das rentiert? Schauen Sie, das war eine Investition in eine gute Nachricht. Erst unlängst hat der Helmut wieder so nett von mir gesprochen. Noch einmal, Frau Rath, an einen Martin Schlick kann ich mich nicht erinnern. Was glauben Sie, wie viele Kunden wir gehabt haben in der Bank? Wenn ich die alle mit Namen kennen wollte, ich habe noch was zu tun gehabt auch. Es ist ein bisschen wie mit einer Ehefrau. Also eine Bank. Manchmal bleibt einem nur die Trennung, auch wenn's weh tut. Der Helmut. Der hat halt in die falschen Leute investiert. Ich meine, einem Ex-Bundeskanzler für seine Beratung zum Thema Euro-Umstellung ein geschmolzenes Honorar zahlen. Nicht böse sein, aber Ex ist Ex. Matt Rüschloch. Seit 3 Zügen. Ja, kannst du nicht glauben. Aber der Helmut ist ja nicht der einzige Bankier, der ein Politrentner investiert hat. Ein Bekannter von mir, aus dem Verein der Freude an der Wiener Polizei. Der kann Ihnen da sicher ein paar interessante Details erzählen. Ich gehe derweil. Oh nein. Ich gehe einkaufen. Ja, wir bei Moore International Dreamland sind natürlich sehr, sehr glücklich, die ehemalige Finanzministerin als Mitarbeiterin gewonnen zu haben. Sie war ja beliebteste Politikerin Österreichs, hat aus bescheidenen Anfängen als Tochter eines Klagenfurter Gebrauchtwagenhändlers eine Musterkarriere gemacht, mit 16 bereits Miss Wörthersee, wenig später persönliche Sekretärin der Kärntner Landeshauptfrau, kurz darauf persönliche Assistentin von Frank Stronach und schließlich eben erste und jüngste Finanzministerin der Republik. Sie hat aus dieser Zeit natürlich noch zahlreiche, einflussreiche Freunde, etwa bei der Finanzaufsicht, und ist nach wie vor bei den Menschen einfach unwahrscheinlich beliebt, trotz aller Anwürfe durch politische Gegner und Neider. Das liegt zweifellos an ihrer unverfälschten Volkstümlichkeit. Denken Sie etwa an die Traumhochzeit mit dem Millionenerben einer Tiroler Schotter-Dynastie. Sie ist einfach wirklich, und auch unsere Aktien sind durch sie, wobei das Immobiliengeschäft, die Off-Records. Ich sage Ihnen eins, wenn ich nochmal auf die Welt komme, mache ich alles anders, alles. Die Frisur, die Anzüge, den Kaffee, alles. Ich will auch mit der Firma nicht mehr nach Jersey, ich meine, das liegt ja schon im Kanal.
Wissen Sie, am liebsten würde ich auch nur mehr irgendwelchen dubiosen eurasischen Warlords irgendwelche halbseidenen Mobilfunknetze abkaufen und weiter verklopfen. Aber man kann halt nicht aus seiner Haut. Tja, jeder nach seiner Fasson. Meins ist das alles nicht. Man kauft Politiker nicht direkt. Dem Herrn Bundeskanzler beispielsweise, dem schmeiße ich eine Party gleich nach seinem, auch für mich, überraschenden Wahlsieg. Kurz darauf kann er sich nicht erinnern, dass er dort war. Aber glauben Sie mir, wenn ich ihn daran erinnere, dann erinnert er sich wieder. Ich habe auch keine ideologischen Scheuklappen. Seinen Amtsvorgänger, diesen etwas kürzeren Herrn, den habe ich eingeladen auf einen Freiflug in meinem Jet nach Bulgarien. Hat auch lang gebraucht, bis ihm das wieder eingefallen ist. Aber es ist ihm wieder eingefallen. Kostet alles kein Haus. Und nutzt's nix, schaut's nix. Sem commentarius. Danke, lieber Spatz. Ich habe auch kein Problem, über Parteienfinanzierung offen zu reden. Schauen Sie, auf der ganzen Welt läuft das völlig transparent. Nur in Österreich muss das irgendwie kindisch tarnen. Weil wir gerade vor der industriellen Vereinigung stehen, wobei es könnte auch die ÖGB-Zentrale sein oder irgendeine andere Vorfeldorganisation. Da kommen es dann alle daher mit solchen Kuverts zur anonymen Spendenklappe. Nicht böse sein. Aber das ist ein bisschen wie diese angeblich ganz diskreten Seiteneingänge bei den Sexshops. Wer sich da blicken lässt, ist wirklich selber schuld. Ich gehe lieber einkaufen für eine liebe alte Tante. Geben Sie mir noch 20 Decker von diesen karibischen Naturperlen und ein Viertelkilo von den gemischten Broschen. Sehr gerne, Herr Schlick. Gold, Silber, Platin ist recht? Ja, ja, ist alles recht. Sagen Sie, das Collier da ist frisch? Das ist ganz frisch, Herr Schlick. Das kommt direkt von unserem Goldschmied. Na, dann packen Sie es gleich dazu. Es ist zur Jausen gerade recht. Meine Frau Gemahlin ist hinten in der Werkstatt. Das ist aber freundlich von Ihnen, dass Sie mir schon wieder aus meiner Verlegenheit helfen. Mach mal gerne, Herr Schlick. Ich packe Ihnen dabei alles ein. Jorum Jok. Was er mir Feines mitgebracht hat, der Bub, der Liebe. Das nächste Mal schreibst du mir aber wieder eine Einkaufsliste, Tante Dine, ja? Ja. Schau. Na komm, steh denn da her. So, danke dir schön, Bub. Sie ist immer bei mir, wenn sie in Wien ist. Weil, also offiziell ist sie mittellos. Und der Interpol-Haftbefehl gegen sie ist zwar aufgehoben, aber man weiß ja nie. Die Tante Dini. Nach dem Krieg war sie Kommunistin, dann Kommerzialrätin. Hat als Treuhänderin für die KPÖ äußerst lukrative Geschäfte mit der DDR gemacht. Und nach der Wende 89 waren dann. Wie viel waren es, Tante Dini? Mhm. Wie viel war weg? 450 Millionen Mark. 450 Millionen Mark waren einfach weg. Ja. Stell dir vor, die waren einfach weg. Erst waren sie noch da und auf einmal waren sie weg. Wende, puff, waren sie weg. Und dann kommt die deutsche Bundesanwaltschaft und will wissen, wo die Millionen sind von einer alten Dame. Aber ich hab doch eh überall geschaut, puff, überall. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn man älter wird, nicht? Man merkt sich eigentlich nicht mehr, wo man was hingelegt hat, nicht? Die Tante Dini. Ich habe eh suchen geholfen. Ja, brav. Überall hat er mal suchen geholfen, der Bub der Liebe. Aber weg ist weg. Die Tante Dini ist ganz wichtig. Ein lebender Beweis dafür, dass sich alles irgendwann auszahlt. Ich wollte immer nur Gutes tun. Ich wollte schon. Als kleines Mädel wollte ich eigentlich immer nur Wohltäterin werden. Ein Engel der Großzügigkeit. Eigentlich kriegt eh jeder was von ihr. Das Wiener Volkstheater. Das Ballett der Staatsoper. Tschernobyl-Opfer. Kreuzwegstationen in Jerusalem. Holocaust-Gedenkstätten. Die israelischen Zoos. Ich dringe ein bisschen was für die künstliche Befruchtung von Elefantendamen. Wissen Sie, heutzutage geht's vor allem um eines.
um soziale Kompetenz. Gemeine Wirtschaftskriminalität ist was für Trotteln. Da kann man ins Gefängnis kommen. Ich meine, wer will das? Mir gibt's immer einen Stich, wenn die Leute von Bestechung reden. Das gibt's heute nimmer. Nicht einmal in so anfälligen Bereichen wie der Baubranche. Aber ich lasse immer gerne einen Experten zu Wort kommen. Mein Baumeister, der clandestin Kartellnik, der baut für mich gerade eine 2000 Quadratmeter große Bentley-Garage. Auf der Wiese, gleich hinter meinem Park. Würde ich an sich nie machen. Im Grünland bauen. Das ist in Stadtnähe eh so rar. Aber wenn die Gemeinde Wien anfallsartig eine Woche vor Baubeginn das Grundstück umwidmet, was soll ich da machen? Niemand Kommentar. Früher ist man ja nie ohne Geldkuvert auf die Baubehörde gegangen. Das ist heutzutage vielleicht noch im Häuselbauerbereich üblich. Also, wenn sie ein städtisches Krankenhaus bauen wollen oder eine Umfahrung. Ja. Aber im Spitzensegment, also wenn es beispielsweise darum geht, ein Fußballstadion in Kärnten zu bauen, da ist das passé. Bargeld ist Steinzeit, sag ich immer. Sagen wir, Sie wollen in Saudi-Arabien eine Helikopter- und Privatjet-Fly-In-Moschee bauen. Da gehen Sie auch nicht mit einem Kuvert oder einem Koffer oder einem Kleintransporter voller Geld zum Scheich. Der lacht Sie aus. Sie beweisen soziale Kompetenz. Und Sie spenden etwas für eine der gemeinnützigen Stiftungen des erstgeborenen Sohnes vom Scheich. Der unterstützt alles Mögliche. Übergewichtige Kameljockeys. Fehlsichtige Jagdfalken. Oder die heilige islamische Bruderschaft zur Vertilgung aller Ungläubigen. Da gibt's eine breite Palette. Das ist mittlerweile weltweit üblich, sogar in Entwicklungsländern wie Kärnten. Also bei aller Freundschaft, Herr Kartellnik, aber die Angebote Ihrer Mitbewerber sind weitaus billiger. Gleichzeitig sind sie die Entwürfe sind vom Architektonischen her, also ganz, nicht? Und wenn ich mir da Ihr Modell so betrachte, was ist da jetzt wirklich besser? Es steht für soziale Kompetenz. Aha, inwiefern? Faktor Sport. Austria Kärnten wird, ganz im Sinne des Landeshauptmanns, zu einem Erstligaklub hochgesponsert. Wir werden nur darauf schauen, dass alles ganz... Im Sinne des Landeshauptmannes? Na ja, von der Seite her betrachtet, schaut es gut aus. Ja? Soziale Kompetenz, Preis-Leistung. Immer darauf achten. Das haben wir übrigens gestern beim Aushub für die Bentley-Garage gefunden. Was ist drin? Ein paar Millionen Mark. Das gehört wahrscheinlich der Tante Tini. Sie ist wie ein Eichkatzerl. Da versteckt's was, dort versteckt's was. Und dann findet sie es nimmer. Entschuldige, lieber Kartellnik, ich muss leider. Ja, ich muss eigentlich schon den ganzen Tag. Aha, da ist keine. Das ist ja auch Fehlanzeige. Okay, was ist jetzt? Ganz vorne, Inspektor. Könnten Sie mal kurz behilflich sein, wenn es Ihnen keine Umstände macht? Ja, gerne. Das ist ganz freundlich. Wissen Sie, ich habe alle halben Stunden ungefähr so eine Art ejakulativen Schub. Und da ist es unerlässlich und auch vom Arzt empfohlen, dass ich regelmäßig, das hat halt so jeder so seine Wehwehchen. Na gut, verbindlichsten Dank. Jetzt werden Sie sich vermutlich fragen, wieso ein Mann wie ich, für den Diskretion ja praktisch eine Grundlage seines Geschäfts darstellt, wieso ein Mann wie ich also sich so offen zeigt, noch dazu in einer Öffentlichkeit, ohne die er jahrelang gut gelebt hat. Dazu erzählt Ihnen mein Pressesprecher, der liebe Spatz, eine kleine Anekdote. Ingen Kommentar. Na, Spatz, erzählen Sie nur, was Sie angestellt haben.
Muss ich? Freilich. Versuch deine Journalisten, nämlich. Bisschen deutlicher, wenn's geht. Ich habe versucht, einen Journalisten zu bestechen. Und womit? Mit 20.000 Euro. Warum? Damit er eine böse Geschichte über den Herrn Schlick nicht schreibt. Und das war was? Ein Blödsinn. Weil? Rausgeschmissenes Geld. Weil? Weil es wurscht ist. Genau. No comment. Schauen Sie, selbst wenn irgendeine österreichische Zeitung die Ressourcen hätte, in allen Details die hochkomplexe Wahrheit über meine Geschäfte zu recherchieren, was nie der Fall sein wird. Aber bitte, selbst wenn es passiert, dann hätte niemand die Geduld, diesen Artikel zu lesen. Nicht einmal wer von der Staatsanwaltschaft. Und warum? Weil es hochkomplex ist. Mit anderen Worten, Fahrt. Und selbst wenn es jemand lesen sollte und verstehen, na und, dann lasse ich halt meine soziale Kompetenz spielen. Tja, meine lieben Zuseherinnen und Zuseher, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Wir haben ein nettes halbes Stunderl miteinander verbracht. Vielleicht zum Abschluss noch ein persönliches Anliegen, meine Botschaft, wenn Sie so wollen. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, daheim vor den Fernsehgeräten, glauben Sie mir, es ist immer besser, mich zum Freund zu haben. Eine wunderschöne Nacht und schlafen Sie gut, wünscht Ihnen Ihr ergebenster Martin Schlick.